Hallo und herzlich willkommen zurück bei Adventure Capitalist. Ja, es geht wieder weiter mit der Montagsfolge. Seit der letzten Folge haben wir wieder 233 Drehdezillionen auf unserem Konto. Es kamen auch wieder ein paar Tipps vom Massmissheim. Einerseits eben, dass ich etwas aufpassen soll mit den Investoren. Ich habe beim letzten Mal über den Schnellkauf immer die Investoren investiert. Aber was natürlich stimmt ist, diese Bohne mit 25,50 sollte ich mir eher aufheben, wenn ich es mir mal nicht leisten kann, quasi selber mit Geld weiter auszubauen und, neue Betriebe quasi zu kaufen, bei den Zeitungen und so weiter. Und das zweite, bei Zitrone und beim Öl hat er gemeint, soll ich ruhig immer Maximum investieren, was geht. So, wir haben ja aktuell 4,8 Quadrillionen Investoren und könnten uns 65 Quadrillionen neue holen. Das werde ich auch machen. Wir werden wieder zurücksetzen. Also da ist wieder einiges dazugekommen. Wir kriegen jetzt auch schon 1,4 Quadrillionen, um quasi eben für einmal Zitronen. Dann werde ich hier gleich mal überall investieren gehen und hole mir auch gleich wieder die Manager. Das können wir machen. Ja, 10 Billionen, das können wir auch. Gut, die Sachen, die kann man ja alle machen, dass man billiger kriegt. Aber wo er gemeint hat, wo ich eben aufpassen soll, sind mir die Dinger, wo ich dann eben dann zusätzlich noch Betriebe kriege, dass ich dann nicht gleich immer alles beim Fenster raushau. So. Sehr schön, das rennt schon mal. Das heißt, dann kann man da gleich mal weitermachen. Alles auf 200 bringen und können da auch gleich auf 300 drauf gehen. Dann die Bohne können wir uns ja alle regulär holen. So, da haben wir auch schon wieder, sind schon wieder auf 340 Non-Millionen. Heutige Folge wird sich noch etwas verschieben, weil ich hatte vorher gerade eine spontane Together-Aufnahme. So, das können wir hier machen, da können wir noch weiter investieren. Genau, jetzt können wir noch mal in Ruhe schauen bei den Upgrades. Drehdezillion. Gut, das können wir machen. Profite verdreifachen. 2%. Alle Profite verfünffachen können wir auch machen. Genau, jetzt kommen eben die Sachen, wo der Massmissheim gemeint hat, da sollte ich eher aufpassen. Aber zum Beispiel das könnte man machen. Alle Profite verneunfachen. Man müsste ja eigentlich gleich dann nochmal ein Bonus kommen, wenn das quasi immer so aufgebaut ist. Genau, alle Profite verelffachen, das werden wir auch machen. Ah, da kann man die ganzen, wobei, das sind jetzt die Profite, Dreifachprofite nochmal. Wie viel Engel haben wir denn jetzt, bevor ich da irgendeinen Blödsinn mache? 70 Quadrillionen Engelhammer. Dann werden wir da gleich weiter investieren. So, das heißt, dann fehlen hier noch und hier noch bei den Schrimps. Da hat er gemeint, da soll ich gleich ordentlich
ruhig investieren, was geht. Dann machen wir das einmal in der Runde. So, Manager. Quick Buy Button für den Manager. Gut, das brauchen wir eigentlich nicht. Aber Upgrades können wir nochmal schauen, genau. Na, da haben wir das. 250 Trillionen, 750 Trillionen. Ja, machen wir auch nochmal. Das heißt, wir haben jetzt noch immer noch 69 Quadrillionen. Ja, dann kann man hier investieren, kriegen nochmal einen Doppelbonus, dann holen wir uns die Shrimps gleich. Jetzt brauchen wir 1,1 Quadduodezillionen. Dann können wir uns da auch das nochmal holen, wobei wir dann da mal in die Zitronen investieren. So. Pizza verdreifachen, 2 Quadrillionen. Jetzt könnten wir auch noch die 5. Ich glaube, jetzt sollten wir es dann. Ja, 62, das passt mal. Das müsste jetzt eh recht zügig gehen. Ja, gestern kam ja die 200. Minecraft-Folge raus. Möchte ich mich nochmal bei allen bedanken, die dabei waren und auch für die ganzen netten Kommentare. Ich freue mich da schon auf die nächste, auf die neue Staffel, auf die nächsten 200 Folgen. Da werde ich dann auch das in der zweiten Staffel dann auch umbenennen in die Chroniken der Drachenwacht. Passt eigentlich ganz gut auch ins Dreielbenland zur Gesamtwelt. Es gibt ja die Chroniken von Bocksprung, die Chroniken von Hundsgrab. Und ab jetzt, quasi ab der neuen Staffel, dann auch die Chroniken der Drachenwacht. Neuer Uploadplan ist auch schon draußen. Gibt's auch wieder ein paar Veränderungen. Game Dev Tycoon ist ja quasi ausgelaufen. Da wir leider pleite gegangen sind mit unserem Studio. Ich werde da vorläufig mal kurz eine Pause machen. Wer aber nicht unmotiviert, quasi noch einmal eine neue Staffel, also ein neues Projekt zu starten. Aber vorläufig gibt es mal ein paar andere Projekte, die ich gerne machen möchte. Eben und dazu gehören eben Open Transport Tycoon Deluxe, was neu dazukommt als Nebenprojekt und auch Big Pharma. Was auch dazu kommt. Und von den anderen Projekten, Rising World läuft weiter, Craft the World rennt auch weiter und ist jetzt ein Hauptprojekt, das heißt, da kommen jetzt 3 Folgen die Woche. Und dann noch, was wollte ich, und dann haben wir noch, genau, City Skylines. Da ist die erste Folge heute schon gekommen mit dem After Dark DLC. Ich glaube, ich werde mal wirklich, wo geht, investieren. So, kann man noch irgendwelche komplett Profiterhöhungen, alles irgendwie erhöht? Da alle eine Sextillion. Achso, Angel, okay, so viel haben wir nicht, wenn wir gleich aktuell noch so um die 60 Quadrillionen. Auf jeden Fall, Plan steht wieder. Heute, wie gesagt, wird sich ein bisschen das Programm etwas nach hinten verschieben, weil ich vorher eine Together-Aufnahme hatte mit Matrix-Schlange und mit Zordon, die dann auf seinem Kanal zu sehen sein wird. Ich glaube am 31. könnt ihr dann gespannt sein. Will nicht zu viel verraten. Aber es war recht lustig, die Aufnahme. So,
investieren kann man aktuell derzeit nirgends, weil wir überall auf Maximum sind. Wir brauchen jetzt überall schon 3 Dezillionen und Quad-Tour-Dezillion, damit ich es richtig rausbringe. Wobei, da brauchen wir Duo-Dezillionen, das heißt Hockey-Teams. Da können wir auf jeden Fall nochmal investieren. Aber der Rest dauert ein bisschen länger. Wobei, schauen wir mal, es kostet, wie viel können wir uns denn leisten maximal bei dem 35? Weil da wäre der nächste Bonus eh bei 666, das heißt, da könnte man hier auch mal. Das heißt, wir haben Zeitungsprofit zu Amma schon erhöht. Das heißt, wir werden hier noch, gleich hier jeweils noch investieren, dass wir da noch die 666 zusammenkriegen. Dann kriegen wir da noch einmal einen Bonus. Ist mittlerweile aber auch schon relativ teuer. Ansonsten, gut, Zitronenöl könnten wir aktuell in 10er Schritten noch erhöhen. So, Duo Dezillion 82, wie viel haben wir? 33. Okay, das werden wir nicht ganz schaffen. Mal 50. Mach mal einen Schluck Kaffee. Ah, da kann man dann noch mal 10 investieren. Wie gesagt, für Tipps halt, was das Spiel betrifft, bin ich immer dankbar. Da ich halt wirklich ja nur für, quasi nur für die, oder unter Anführungszeichen nur spiele, wenn ich aufnehme. Okay, da bräuchte man noch 9. Okay, und da fehlen noch 30. Wie schaut's aus? Können wir da noch irgendwo größere Investitionen machen? Nicht wirklich. So. Okay, dann werden wir hier noch ein paar Zitronen investieren. Okay, weil der Rest dauert etwas länger. Das heißt, ich werde die Folge heute etwas kürzer halten. Wir sind jetzt bei knappe 14 Minuten. Naja, damit ich das noch alles rechtzeitig hochgeladen bekomme. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal bei Adventure Capitalist. Tschüss!